Auf ihr Familienleben mit MS blickte Deborah im Interview vor 3 Jahren noch recht zuversichtlich. Ob das auch unter veränderten Rahmenbedingungen, zumal unter Lockdown, so ist, wollen wir heute wissen. Wir begleiten MS-Betroffene, um zu sehen, wie es ihnen im Verlauf mit ihrer MS ergeht. Deborah, du bist die Hauptbezugsperson für die 3-jährige Ella. Nicht nur, weil du ihre Mama bist, sondern auch, weil der Papa nicht alles mit ihr machen kann, oder? Genau. Also so Sachen wie jetzt auf den Spielplatz gehen oder so ein paar Ausflügen oder so auch, ja, das Hinterherlaufen, das ist dann mein Part. Michael braucht für die allermeisten Wege einen Rollstuhl, auch zu Hause. Wie reagiert denn Ella darauf? Eigentlich sehr positiv. Also für sie ist es normal, es gehört dazu. Sie findet es manchmal sogar ganz praktisch. Wenn sie nicht mehr laufen will, dann geht sie zum Papa auf den Schoß, lässt sich von dem fahren. Sie schiebt ihn auch mal an oder sagt, komm Papa, ich schieb dich oder ich mache dir die Tür auf. Also sie ist, sie hat jetzt nicht, also kein Problem damit. Es gehört halt einfach für sie dazu. Aber es gibt dann auch mal so Situationen, wenn es darum geht, an der Schaukel anzuschubsen oder so, dann weiß sie schon einfach, dass der Papa das nicht so kann. Und dann sagt sie es ganz gezielt zu mir, Mama, du sollst. Ja, oder ja, so Sachen. Wobei, also er gibt sich wirklich, er gibt alles. Also er geht auch mit ihr auf den Boden, auch wenn er manchmal schwer wieder hochkommt. Also er gibt wirklich alles, dass es möglichst normal ist. Es bleibt halt trotzdem ziemlich viel an dir, das Kind, ja. Der Haushalt, auch der Michael braucht ja zum Beispiel vielleicht mal beim Anziehen oder Umsetzen Hilfe. Fühlst du dich da manchmal überlastet? Es gibt Tage, da ist wirklich sehr anstrengend, da stoße ich schon auch an meine Grenzen, aber es geht nie darüber hinaus. Also es ist nie so, dass ich sage, oh, ich packe das nicht oder so. Und was ist mit Hilfe von anderen? Hast du schon mal drüber nachgedacht? Ja, also es gab tatsächlich in der Zeit jetzt auch letztes Jahr, wo es einfach eine sehr hohe Schubaktivität einfach gab bei mir, dass wir da gesagt haben, wir beantragen eine Haushaltshilfe. Das hat mich etwas Überwindung gekostet. Wir haben es dann aber trotzdem gemacht, aber es war dann einfach das Problem, dass wir keine gekriegt haben. Und letzten Endes haben wir es dann doch alleine geschafft. Also wir haben dann Unterstützung, so viel wie möglich von der Familie gekriegt, wie halt eben zu den Bedingungen coronamäßig eben möglich war. Und den Rest haben wir gut hingekriegt. Das heißt aber, Corona hat es auch teilweise ein bisschen verhindert, dass zum Beispiel Eltern ja. Nicht so besuchen oder übernachten konnten. Nee, also da meine Eltern und auch meine Schwiegereltern einfach wirklich stark Risikopatienten sind aufgrund gesundheitlicher Vorbelastung und eben auch wegen des Alters, haben wir die eigentlich versucht, so viel möglich rauszuhalten. Und sie sind dann halt gekommen, haben uns Einkäufe gebracht oder so. Aber jetzt hier in der Wohnung direkt viel geholfen, das konnten sie einfach nicht. Das wollten wir auch nicht. Ja, klar, man möchte ja auch seine Verwandtschaft mitschützen. Genau, das heißt, genau. Dir fehlten dann so Sachen wie mal ein Cappuccino trinken gehen, also wenigstens draußen, oder sich mal mit einer Freundin treffen, was vielleicht eher möglich gewesen wäre ohne Corona, ohne den Lockdown. Ja, das hat schon gefehlt. Bisher hattest du ja noch keine Immuntherapie und dann nach 3 Schüben in einem Jahr, das war ausgerechnet auch noch 2020, da hat ja auch noch Corona indirekt einen Strich durch die Rechnung gemacht, richtig? Ja, wir haben ja schon nach dem zweiten Schub entschieden, dass ich eben eine Therapie machen will. Und dann haben wir gesagt, wir machen das dann, wenn die Ella in den Kindergarten kommt, damit sie einfach, wenn sie vormittags eben praktisch abgelenkt ist und bei mir irgendwelche Nebenwirkungen auftreten sollten, dass ich das dann einfach am Vormittag möglichst mich ausruhen kann. Und dann ist es aber, wie gesagt, coronamäßig, der Kindergarten war dann geschlossen, dann konnte sie nicht in den Kindergarten gehen und dann habe ich auch gesagt, dann warte ich noch. Und dann hat sie im März angefangen und dann haben wir aber gesagt, wir warten noch das Impfen ab.
dass ich halt, weil, also das darf sich halt nicht überschneiden mit dem Impfen. Und wir haben dann einen Impftermin bekommen und ich habe gesagt, okay, man muss halt 3 Monate nach dem Impfen warten. Und dann haben wir gesagt, okay, wir warten noch den zweiten Impftermin ab und der ist jetzt rum. Das heißt also, so in 3 Monaten kann ich dann endlich starten mit dem Medikament, mit dem Medikament. Genau. Also Corona hat es schon sehr stark beeinflusst. Nicht direkt, aber indirekt, ne? Dadurch, dass man halt manche Sachen nicht machen konnte oder aus Rücksicht auch verschoben hat. Ja. Ja, genau, dass man es halt immer verschieben musste, ja. Verstehe ich. Wie blickst du denn heute in die Zukunft als selbst MS-Betroffene mit einem schwerer betroffenen Mann und Kleinkind? Und dazu noch die Einschränkungen. Momentan gibt es Lockerungen, aber man weiß ja nicht, wie es weitergeht durch Corona. Ja, doch, also ich blicke da trotzdem sehr, sehr optimistisch in die Zukunft, weil ich einfach sage, zum einen, die Ella bleibt ja nicht immer ein Kleinkind. Und ich setze auch sehr viel Hoffnung auf die Therapie. Und bei Michael, ja, setze ich einfach auch ganz viel Hoffnung darauf, dass der Michael einfach immer noch sehr motiviert ist, seine Therapien zu machen, jetzt auch wieder eine Reha ansteht und er sich da halt wirklich auch wirklich nicht gehen lässt und sich nicht hängen lässt und auch so wenig wie möglich meine Hilfe in Anspruch nehmen möchte. Und ja, ich das einfach sehr positiv empfinde, dass er so stark ist, einfach trotzdem. Und von dem her, also denke ich, sind das so die 3 Punkte, die mich ja eigentlich recht ja, optimistisch stimmen, dass es auch in Zukunft funktioniert. Hört sich gut an. Vielen Dank. Gerne, danke.